Liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen in unserem virtuellen Kursraum für Deutsch. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Wünsche und Träume, Želje i snovi. Unsere Lernziele sind: einen Text zum Thema Wünsche und Träume verstehen, über Wünsche und Träume anderer Menschen sprechen und eigene Träume und Wünsche äußern. Dakle, nakon današnje biste lekcije trebali moći razumjeti tekstove o željama i snovima, a osim o tuđim, trebali biste moći govoriti i o vlastitima. Für den Unterricht braucht ihr ein Heft oder ein Blatt Papier, einen Bleistift oder einen Kugelschreiber und einen Computer oder ein anderes Gerät mit Internetzugang. Vergesst bitte nicht, in jedem Moment könnt ihr das Video anhalten. Kada vidite ovaj znak, zaustavite video lekciju i riješite zadatak, ali ne zaboravite, video lekciju možete zaustaviti i u bilo kojem drugom trenutku. Da sind Markus, Helga, Karolin und Lars. Was denkt ihr? Welche Wünsche haben sie? Wovon träumen sie? Koje su njihove želje? O čemu sanjaju? Möchten sie eine Reise machen? Wohin möchten Sie fahren? Möchte jemand ein Auto haben? Wer? Was denkt ihr? Wo möchten Sie wohnen? Auf dem Land oder in der Stadt? In einer Wohnung oder im Haus? Möchten Sie viel Geld haben? Möchten Sie im Lotto gewinnen? Möchten Sie eine neue Fremdsprache lernen? Welche Sprache? Welche anderen Wünsche und Träume haben Sie? Ihr hört vier kurze Texte. Wählt für jede Person die richtige Aussage aus. Zwei Aussagen bleiben übrig. Čućete četiri kratka teksta u kojem Markus, Helga, Karolin i Lars govore o svojim željama i snovima. Svakoj osobi pridružite jednu tvrdnju. Dvije su tvrdnje višak. Pauzira das video und lies zunächst die Aussagen. Prije slušanja zaustavite video lekciju i pročitajte tvrdnje. Text 1. Markus. Ich hätte gern ein eigenes Zimmer. Wir sind fünf Personen zu Hause und ich teile mein Zimmer mit meinem fünfjährigen Bruder. Ich liebe meinen Bruder und verbringe gern meine Freizeit mit ihm, aber am Wochenende würde ich gern bis 11 oder 12 Uhr Computerspiele spielen. Das kann ich nicht. Es wäre schön, wenn unsere Wohnung nicht so klein wäre. Text 2. Helga. Ich wohne in einer Vierzimmerwohnung im Zentrum von Wien. Meine Wohnung ist sehr groß und ich würde lieber in einem kleineren Haus leben. Ich hätte gern einen großen Garten. Bei schönem Wetter würden meine Eltern und ich Partys im Garten organisieren und unsere Freunde einladen. Ich wäre so gern an der frischen Luft. Text 3, Caroline. Ich würde gern eine zweiwöchige Auslandsreise machen und eine Woche an der Adria verbringen. Aber eine solche Reise ist sehr teuer. Um eine Reise finanzieren zu können, gebe ich Nachhilfeunterricht in Französisch. Viele Menschen wollen ihre Sprachkenntnisse verbessern und ich kann sehr gut Französisch. Text 4. Lars. In der Grundschule habe ich Italienisch gelernt, aber das war schon lange her. Ich würde gern eine Sprachschule besuchen und alles wiederholen. Leider habe ich keine Zeit. Ich hätte gern mehr Zeit. Meine Schwester sagt mir, Lars, wenn ich du wäre, würde ich in den Sommerferien nach Italien reisen und einen zweiwöchigen Italienischkurs besuchen. Ja, es wäre super, 3 Wochen in Italien zu verbringen, aber dafür braucht man viel Geld.
Lest jetzt die Texte und kontrolliert eure Antworten. Pročitajte tekstove i provjerite odgovore. Die Texte findet ihr unter dem Link hier. bit.ly/wunsch01. Ihr könnt auch den QR-Code scannen. U adresnu traku internetskog preglednika upišite skraćenu poveznicu bit.ly/wunsch01 ili skenirajte ovaj QR kod. Und hier die Lösung. Lars möchte seine Fremdsprachenkenntnisse verbessern, und zwar seine Italienischkenntnisse. Carolin möchte eine zweiwöchige Auslandsreise machen. Niemand möchte eine neue Fremdsprache lernen. Helga möchte umziehen. Sie möchte nicht mehr in der Wohnung im Stadtzentrum leben. Keiner wünscht sich, ein Einzelkind zu sein. Und Markus möchte eine größere Wohnung haben. Er möchte nämlich sein eigenes Zimmer haben. Helga hat zwei Wünsche. Sie möchte einen großen Garten haben und sie möchte an der frischen Luft sein. Umjesto konstrukcijom ich möchte, Helga se pri izricanju svojih želja koristila drugim jezičnim strukturama. Pronađite ih u tekstu. Helga sagt, ich hätte gern einen großen Garten. Ich wäre gern an der frischen Luft. Wovon träumt Markus? Er möchte sein eigenes Zimmer haben und er möchte Computerspiele spielen. Und was steht im Text? Markus sagt, ich hätte gern ein eigenes Zimmer. Ich würde gern Computerspiele spielen. Was wünscht sich Caroline? Caroline sagt, ich würde gern eine zweiwöchige Auslandsreise machen. Ich würde gern eine Woche an der Adria verbringen. Und welche Wünsche hat Lars? Lars sagt, ich würde gern eine Sprachschule besuchen. Ich hätte gern mehr Zeit. Ich hätte gern ein eigenes Zimmer. Übersetzt den Satz. Prevedite rečenicu. Rado bih imao vlastitu sobu. Ich hätte gern mehr Zeit. Rado bih imao više vremena. Ich wäre gern an der frischen Luft. Rado bih bila na svježem zraku. Ich würde gern Computerspiele spielen. Rado bih igrao igrice. Ich würde gern eine zweiwöchige Auslandsreise machen.
Rado bih išla na dvotjedno putovanje u inozemstvo. Ich hätte, ich wäre, ich würde. Ovaj oblik, kao i ich möchte, nazivamo konjunktiv preterita ili konjunktiv 2. Konjunktiv preteritum oder konjunktiv 2. U ovim je rečenicama konjunktivom izražena zasad neostvarena želja. Želju možemo naglasiti i prilogom gern, rado. Zvuči li vam poznato? Prisjetimo se zajedno. Wie sagt man auf Deutsch, imao ili imala sam? Ich hatte. Und wie sagt man bio ili bila sam? Ich war. Wie sagt man imao ili imala je? Er oder sie hatte. Und bio, bila je? Er oder sie war. Ovdje je riječ o preteritu, točnije indikativu preterita. Konjunktiv ima sličan oblik, ali kao što smo vidjeli u navedenim primjerima, različito značenje. Njime se ne izražava prošlost, nego želja. Noch einmal. Wie sagt man auf Deutsch? Imao, imala bih. Ich hätte. Zum Beispiel, ich hätte gern ein eigenes Zimmer. Bio, bila bih. Ich wäre. Ich wäre gern zu Hause. Ja bich. Ich würde. Za razliku od glagola haben i sein, to jest ich hätte, imao bih ili imala bih, i ich wäre, bio bih, bila bih, uz gotovo sve druge glagole koristimo se oblikom würde plus infinitiv. Zum Beispiel, ich würde gern eine Reise machen. Rado bih išla na putovanje. Ich würde gern ans Meer fahren. Rado bih otputovala na more. I u konjunktivu preterita prvo i treće lice imaju isti oblik. Also, welche Wünsche und Träume hat Katharina? Pausier das Video und schreibt 6 Sätze. Napišite 6 rečenica prema zadanim natuknicama. Ins Ausland fahren. Putovati u inozemstvo. Den Führerschein machen. Položiti vozački ispit, to jest dobiti vozačku dozvolu. Ein Haustier haben. Imati kućnog ljubimca. An der Adria sein. Biti na Jadranu. Kroatisch lernen. Učiti hrvatski. Zwei Kinder haben. Imati dvoje djece.
Katharina würde gern ins Ausland fahren. Sie würde gern den Führerschein machen. Sie hätte gern ein Haustier. Sie wäre gern an der Adria. Sie würde gern Kroatisch lernen. Und sie hätte gern zwei Kinder. Und welche Wünsche und Träume hat Julian? Pausier das Video und schreibt mindestens 6 Sätze. Napišite najmanje 6 rečenica uz ove fotografije. Zum Beispiel: Julian hätte gern ein großes Haus. Er würde gern viel Geld verdienen. Er wäre gern auf einer einsamen Insel. Er hätte gern einen Hund. Er würde gern ein interessantes Buch lesen. Er wäre gern wieder gesund. Ich hätte, ich wäre, ich würde. Wie geht es weiter? Ergänzt die fehlenden Formen. Prisjetite se nastavaka za indikativ preterita i pokušajte sami popuniti praznine. Ich hätte, du hättest, er sie es hätte, wir hätten, ihr hättet, sie hätten. Ich wäre, du wärest oder du wärst, er sie es wäre, wir wären, ihr wärt oder wäret und sie wären. Ich würde, du würdest, er sie es würde, wir würden, ihr würdet und sie würden. Weitere Übungen findet ihr unter den folgenden Links: bit.ly/wunsch02 und bit.ly/wunsch03. Pausier das Video und löst die Aufgaben. Zaustavite video lekciju, riješite ove dvije vježbe i provjerite što ste do sad naučili. Vježbe se nalaze na poveznicama bit.ly/wunsch02 i bit.ly/wunsch03. Und was sind eure Wünsche? Wovon träumt ihr? Koje su vaše želje, odnosno o čemu vi sanjate? Schreibt einen kurzen Text. Benutzt dabei den Konjunktiv 2 und geht auf die folgenden Stichpunkte ein. Arbeit, Familie, Hobbys, Freunde, Haustiere, Wohnort, Fremdsprachen. Welche anderen Wünsche und Träume habt ihr? Napišite kratak tekst i osvrnite se pritom na navedene natuknice. Ihr könnt auch auf die folgenden Fragen antworten. Možete odgovoriti i na sljedeća pitanja. Würdest du gern Chinesisch lernen? Würdest du gern mit Haien schwimmen?
Hättest du gern eine Schlange? Wärst du gern ein Lehrer bzw. eine Lehrerin? Würdest du gern mit dem Fallschirm abspringen? Wärst du gern 10 Jahre älter oder 10 Jahre jünger? Hättest du gern einen Sportwagen? Würdest du gern auf dem Land wohnen? Pausiere das Video und schreib den Text. Tekst pošaljite svome nastavniku ili svojoj nastavnici njemačkog jezika. Vjerujem da ćete biti zadovoljni povratnom informacijom, no i bez nastavnika možete procijeniti jeste li danas bili uspješni. Könnt ihr einen Text zum Thema Wünsche und Träume verstehen? Könnt ihr über Wünsche und Träume anderer Menschen sprechen und dabei den Konjunktiv 2 benutzen? Zum Beispiel, sie hätte gern einen Hund. Er würde gern eine Reise machen. Meine Freunde wären gern zu Hause. Könnt ihr über eigene Wünsche und Träume sprechen? Zum Beispiel, ich hätte gern bessere Noten. Ich wäre gern am Meer. Ich würde gern Französisch lernen. Ako ste na sva pitanja odgovorili da, odlično, ostvarili ste sve današnje ishode. Ako ste na neko pitanje odgovorili djelomično ili ne, svakako ponovno pogledajte ovu video lekciju i nadoknadite propušteno. Und das war alles für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.